Potro, so ist richtig. Immer schön aushalten. Oh, ich hab nur kassiert. Was tut ihr hier? Na, ja. Der Kunchimer Kodex soll ja hier sein. Die Originalschrift. Ja, der wird hier verwahrt. Wie man Söldner bezahlen muss und so. Na, da kann man auch schon mal zum Beten vorbeikommen. Den hat schließlich ein Rondrage weitergeschrieben, nicht wahr? Ja, richtig. Hey, ich hab Geld bekommen, ich wurde bezahlt. Von irgend so einem Stadtwächter. Kam zu mir, hat gesagt, hier, Geld dafür, dass du auf Marathon warst. Ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Dann war er wieder weg. Hast du ein Glück, dass die Stadtwachen dich hier bezahlen. Ja, ja, normalerweise vielleicht ich muss man ja die Stadtwachen bezahlen, nicht? Ja, ich habe auch ein paar Dukaten bezahlt, damit, also was heißt Dukaten, ein paar Silberstücke, ne? Damit ich hier an der Schlange vorbeigehen darf. Aber das haben ein paar andere Söldner gesehen und dann habe ich einen in den Bauch bekommen. Aber hier drin passen die nicht so auf. Ist egal. So, was tut ihr hier? Ich wollte jemanden suchen, der mir vielleicht irgendwie mir ein bisschen was erklärt. Ein paar Sachen trägt, ein paar Tricks. Auch ich habe ja noch nicht alles gelernt. Ja, dann schau dich doch mal nach dem Geweihten um. Also hier sind echt viele Söldner so. Aber da ist echt viele Lauchs dabei. So richtige Bodenstangen. Aber ja, schau doch mal rüber zu so einem... Ja, so ein Torwaler, riesig, bärtig und hat auch nur ein Bärenfell umgewickelt. Ja, legt euch nicht mit den Jungs an, die können halt nichts, aber ja, ihr werdet hier sicherlich noch irgendwelche schwarz und rote gekleidete Söldner finden, die so geweiht sind und so. Die Anführer. Sind auch ein paar Leute hier, die bewachen auch dann oben die Magierakademie. Das sollen wohl die Ritter des immerwährenden Kampfes sein. Das ist ein richtig harter Hund. Hast du schon mit denen geredet wegen Dinar? Du bist nicht da, du bist beim Schmied. Ey, du willst mich erst da rausnehmen, weil ich hier eine Probe werfe? Okay. Ja, weil du unbedingt jetzt anfangen willst zu schmieden, anstatt einfach ein, zwei Tage da hinten zu sitzen, bis ja, wir fertig sind. Ja, dann mach ich das. Alles klar, dann bist du dabei. Wie gesagt, du hast 2 Wochen Zeit, so langfristige Sachen, die dann 4 Stunden dauern, kann man nach hinten verschieben. Hast du dich schon mal umgehört, was es da gewesen sein könnte mit Dynar? Du weißt schon, wie er sich da irgendwie so verwandelt hat? Der hat sich nicht verwandelt, Mann. Nee, der hat wohl, also so wie ich das mitbekommen habe, das rote, das schwarze Fell und rotes Blut. Die bekommen, also, das hat mir Korg weiter erklärt, die bekommen dann so eine Rüstung aus Fell. Und dann können die auch nackt rumrennen und laufen dann über Schlachtfeld und ja. Und das als Geweihter kann man das diesen Gefallen von seinem Gott bekommen, oder wie? Ja, einige können das machen. Die meisten machen das dann vor so einer Schlacht und dann laufen die über das Schlachtfeld rüber und lachen dabei und ja, keilen dann richtig aus. Und wenn die halt getroffen werden, tut das gar nicht so doll weh. Also schon, aber nicht so doll. Na, hoffentlich hat's du Nala noch aus dem Dschungel rausgeschafft. Hätten wir das damals schon gewusst, dann hätten wir noch nach ihm gesucht. So wie ich Kor kenne, ist er vermutlich lachend in die Kammer und gerade hineingerannt. In die Mine oder so? Ja, ob ein Mann da was ausrichten kann. Aber ja. Wie war das jetzt mit diesen seltsamen Rittern? Ich meine, ich habe schon von Rittern gehört, die Kor anbeten in Pericom. Aber hier unten, in Kunchum, man gehört doch gar nicht mehr zum Reich. Ja, die heißen so Ritter des immerwährenden Kampfes, aber ich weiß halt nicht, ob die so adlig sind und dann so richtige Ritter sind wie du. Verdammte Ausländer, kein Respekt. Egal. Ja, ich war jetzt hier beim Tempel, nicht. Ich habe gesagt, dass ich wieder da bin und wenn es dann wieder vom Schwarzen Bund was gibt, dann bin ich wieder mit dabei. Vielleicht. Mal sehen, wo es dann hingeht. Ich gönn mir jetzt erstmal ein paar Nutzen. Hast du denn schon gehört, ob die Seeadler eingefahren ist hier im Hafen? Die Seeadler? Nee, habe ich mich noch nicht drum bemüht. Weiß ich nicht. Also im Hafen ist Zahlen schließlich dann Sold, oder? Ja, also bisher schon. Aber ich habe jetzt ja meinen Sold bekommen. Ich meine, wenn du sonst nichts zu tun hast, kannst du auch mit uns kommen. Mit euch? Ihr gehört ja gar nicht zum Schwarzen Bund. Nee, aber da wo wir hingehen, kriegst du auf jeden Fall genug Blut. Und Gold vielleicht auch, wenn du Glück hast. Bezahlt ihr mich? Mal sehen.
mal sehen. Ja, steht nicht im Kodex, mal sehen. Aber könnt ihr euch ja überlegen, ob ich mitkommen soll oder nicht. Ich bin wahrscheinlich erstmal im Bordell, Haus der aufgehenden Sonne, hol mir ein paar Noten und dann so ein paar Dukaten, die ich bekommen habe, erstmal da lassen. Die Frauen mögen mich, haben sie mir zumindest gesagt. Aber auch nur so, lange dein Geldbeutel voll ist. Alles klar, wenn ich sehe, bin ich da. Ist doch egal, Potro, gehen wir viel Spaß haben da. Mach mal klar. Ein Monat Maraskat, Mann. Und davor auf dem Schiff gibt auch nichts. Ja, verdient hast du sie auf jeden Fall. Hätte sich mehr in Myria ranschmeißen sollen, sag ich noch in der Movie. Ja, genau. Ihr schautet noch etwas im, in diesem großen, riesigen Haus um und könnt dann am Ende des Hauses sehen, wie dort ein riesiger Thron aus Schwertern aufragt. Schwerter zusammengeschmolzen und darauf eine Person in eine schwarze Kutte gehüllt, mit einem riesigen Schwert neben sich liegt. Ihr seid euch nicht ganz sicher, ob das wirklich eine Person ist oder eine Statue, aber ab und zu bewegt sich auch mal diese schwarze Kutte. Es ist aber allerdings unklar, ob oder wer sich dahinter befindet. Mal eine Mutprobe werfen. Und danach eine Sagen- und Legendenprobe. Oder Geschichtswissen. Nee, wir machen Geschichtswissen, Entschuldigung. Dreck. Ich schätze mal, die Chivisinosaurologie hilft nicht dabei beim Chortempel. Nee, leider nicht. Geht um was anderes. War Chor nicht ein Echsengott? Hab ich schlecht gewürfelt. Kriton, ich war ein Echsengott. Es geht aber nicht um die Geschichte oder um die Götter und Kulte von Chor, sondern um die letzten Begebenheiten. Bialan, du hast ganz kurz das Verlangen, dich auf die Knie fallen zu lassen vor dieser erhabenen Person, wie sie dort auf dem Schwerterthron sitzt. Den anderen fällt eine Begebenheit ein. Was war denn da? Ihr habt zumindest Gerüchte gehört. Gerüchte, dass damals vor 5, 6, 7 Jahren, als die Gezeichneten aktiv waren, irgendwann in der Zeit soll es wohl zu einem Vorfall gekommen sein, als sie hier an dieser Stelle standen, alle gemeinsam in diesem Tempel. Und nachdem sie sich etwas mit diesem Hüter des Kodex unterhalten haben, haben sie ihn erschlagen. Hinterher hat es gehießen, dass es sich dabei wohl um einen Belhal-Harpaktierer gehandelt hat. Aber sicher kann man dabei nicht sein. Und ja, auch jetzt, wenn ihr herumfragt, die Leute, die Söldner, die Chorgeweihten neben euch fragt, niemand weiß genau, wer der Hüter zurzeit ist. Man weiß nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ja, Rodrigo tritt mal vor. Den Mann, die Frau, die Person, die schwarze Kutte. Euer Gnaden, seid ihr der Hüter des Kodex? Du siehst, wie sie sich kurz bewegt. Ein Söldner, es ist tatsächlich Chorgeweihter, steht dann neben dir. Ey, willst du das wirklich? Bitte? Ob du das wirklich willst? Eine freundliche Frage stellen an einen Geweihten. Ja, das ist der Hüter des Kodex, Mann. Was bedeutet das? Passt drauf auf, dass ihr im Tempel kein Scheiß passiert. Dass wir uns hier nicht abschlachten, das kann schon mal vorkommen. Einige sind schon ziemlich jähzornig, dass die Gesetze hier drin gewahrt bleiben. Gut. Und warum sollte ich den Hüter des Kodex nicht fragen, ob der Hüter des Kodex ist? Ich meine, ich habe jetzt meine Antwort, brauche ich jetzt nicht nochmal zu wiederholen, aber was soll daran jetzt irgendwie ungewöhnlich sein? Man spricht hier nicht an. Und hier ist ein Geweihter, den man nicht anspricht. Ja, also wir tun das nicht. Warum? Aber warum nicht? Guck ich dir doch mal an. Steht das im Kodex an, dass man das nicht tut? Nein, dann guck ich dir doch mal an. Ja, der wirkt eher finster anstatt wie ein Geweihter, das stimmt schon. Ja. Mächtig, ja. Lass den Kodex einfach lesen, oder ändert er das? Nein, Kodex kannst du lesen, die sind auch überall Abschriften. Das Original ist verschlossen. Aber kannst du halt den Kodex angucken. Steht halt drin, wer wie was bekommt. Die Typen in der Land verlassen sich natürlich immer eine Dukate bezahlen. Aber das ist natürlich für die meisten nicht so.
Wann ist er hier das letzte Mal irgendwie eingeschritten, als hier ein bisschen Chaos ausgebrochen ist? Ich glaube vor ein paar Wochen. Da haben sich hier wohl zwei Leute gestritten und dann ist er dazwischen gegangen. Oder es ist dazwischen gegangen und hat dann kurz diskutiert, die Stimme ist wie ein Donnerhall. Das ist der ganze Tempel still. Und naja, der eine ist auf die Knie gegangen und der andere meinte, er wollte Streit haben und dann wurde er erschlagen. Fuck. Ja, aber was unterliegt er hier irgendeiner Gerichtsbarkeit? Ich verstehe das noch nicht ganz. Der ist der höchste Korgeweihte hier. Und dann? Ja, wie und dann? Er ist der höchste Korgeweihte. Mit so einem Typen legst du dich nicht an. Wir wollen uns da nicht mehr anlegen. Ich wollte hier nur ein paar Fragen stellen, aber ihr scheint ja auch mir die Fragen antworten zu können, euer Gnaden. Vielen Dank. Ja, gerne. Ich muss ja nicht hier dem Tempelvorsteher auf die Nerven gehen, das tut dir nicht Not. Ja, du gehst ja auch nicht in Praios Tempel in Gahat zu dem Hüter von dem Lichtball da. Gehst ja auch nicht, ja. Gehst ja auch nicht hin. Genau. Lichtball! Ja, er schaut dich finster an. Ja, Lam, der meint das immer gut. Der meint den Hüter des Lichts. Technisch gesehen ist es wohl ein Lichtball, aber. Ach, lass mich im Frieden. Lichtball. Kunjom, Chorgeweihte. Wenn du in Perikum eine Frage hast, dann gehst du auch nicht zu deinem Schwerter und hinten und fragst, ob man sich mit dem Schwert auf den Arsch abwischen darf. Das Schwerter sitzt auch nicht im Tempel. Zumindest nicht in dem ich hingehe. Mir doch egal. Was interessiere ich mich für das Schwert? Für das Schwert, wo? Was macht denn der Hüter, was macht denn die Person als Hüter des Kodex? Also nur hier aufpassen, dass hier kein Radau entsteht, das ist ja... Ich glaube schon. Das ist ein toller... Okay. Ja, Leute, ihr solltet auf eure Worte achten. Ja, deswegen frage ich ja, ob die Person, die Hüter, eben nur hier aufpasst. Ja, also... Wie gesagt, er geht auch manchmal in Krieg. Oder die geht auch manchmal in Krieg. Ich weiß nicht, ob er eine andere Rüstung kriegt oder so, aber naja, manchmal läuft er auch außen rum. Ist wie gesagt dann ein hoher Korgeweihter. Er muss das ja auch irgendwie verdient haben. Und du willst den nicht sehen, wie er dann über Schlachtfeld schreitet und das hinter ihm donnert und dann irgendwie Erdbeben kommt. Das ist wie gesagt der höchste Korgeweihter und bei dem kannst du alles lernen. Wenn man ihn nicht ansprechen darf, kann man bei ihm nichts lernen. Das ist nicht möglich. Du darfst ihn ansprechen, Mann, aber man tut das nicht. Wie gesagt, aber du gehst nicht zum Hüter des Lichts und fragst ihn, wie das mit dem Licht ist. Ja, und die Sachen, die lernt man, indem man ihn beobachtet. Ich meine, es gibt die Lehrer, die sagen dir, wie es ist, und dann gibt es die Lehrer, die machen, wie es ist. Und dann musst du halt deine Augen aufmachen. Ich weiß nicht, sitzen und finster dranblicken kriege ich auch so noch ganz gut hin. Ja, mein Herr von Schnattermeuer, ja. Im Umkreis von mehreren hundert Metern ist das hier die höchst geweihte Person, wenn ich das richtig verstanden habe. Bitte wählt eure Worte doch mit Bedacht. Ja. So, wollen wir uns eine der Abschriften ansehen? Ja, dann eigentlich wollte ich hier ganz gerne was lernen, aber im Moment bin ich nicht sehr beeindruckt. Ich glaube, ich gehe lieber. Vielleicht findet ihr ja im Rundra-Tempel jemand, der dem aufgeschlossen ist. Ich denke auch. Man schaut zum anderen Geweihten. Danke, euer Gnaden, für eure netten Worte. Schaut zum Hüter des Kodex, schüttelt nur so ein bisschen den Kopf, sagt aber nichts und will dann gehen. Zweifelst du an meiner Autorität? Die Stimme donnert durch das schwarze Gebäude. An wen jetzt? An mich oder an Rodrigo? An Rodrigo. Also an Rodrigo gerichtet. Eure Autorität habe ich nicht in Frage gestellt, nur euer Handeln. Was bezweifelst du an meinem Handeln? Bisher nur, dass ich finde, dass jeder, der nicht wichtig wäre, selbst ich, der nicht wichtig bin, hier sitzen könnte, um den Tempel zu schützen. Also da braucht man doch keinen Hochgeweihten für, der so viel mehr leisten kann als ihr. Mann, was leistest du? Du stehst vor einem Thron aus Schwertern. Du leistest ebenso nichts. Genau, ich leiste nichts, aber ich bin noch kein Hochgeweihter. Ich bin nur in die... Ich wäre egal, ich bin ein Niemand, ist okay. Wenn ich berufen werde, bin ich da. Zweifelst du also an meiner Autorität, dann fordere mich hier und jetzt.
Nein, ich bin selbst unbewaffnet. Ich fordere niemanden. Wow, er hat gesprochen. Rodrigo schaut da sehr nachdenklich auf die schwarze Kutte jetzt die ganze Zeit. Die Stimme. Er fühlt sich gerade zurückversetzt, als wenn er Perdido Dorkstein zuhören würde. Das Donnern der Stimme. Er schaut da mit geschlitzten Augen hin. Atmet schwer die Nase aus, sagt aber nichts. Kann sich beherrschen. Ja, das ist das Problem. Wo ist bei Kor der Schritt zu Belhalha rüber? Wo ist er? Wo ist die magische Grenze? Gut, wenn ihr euch die Schriften ansehen wollt, dann tut das. Ich glaube, wir gehen sonst weiter zu Wascher. Möchtest du zu wem möchtest du? Eins oder zwei? Ich würde zuerst zu zwei, weil ich ja erst noch meine Zusage an Ephadaios auslösen muss. Ja, okay. Ja. Dann kannst du in Richtung des Svafnir-Tempels gehen, beziehungsweise Tempel der Neuen Flüsse, der Ephadaios-Tempel, mit dem Svafnir-Schrein darin. Gehst dran vorbei und findest dann irgendwo neben den Lagerhäusern eine alte Frau. Du erkennst sie auch sofort wieder. Halb blind, wie sie ist, sitzt sie da am Strand und holt gerade eine große Reuse aus dem Fluss mit ein paar bunten, schillernden Fischen darin, die höchstwahrscheinlich hochgiftig sind. Holt sie raus und legt sie dann neben sich in einen Korb. Ich gehe laut an sie heran, damit sie sich nicht erschrickt vor mir. Und setze mich im Schneidersitz neben sie auf den Keil. Oh, hallo. Wie wird das ausgesprochen? Ashebit? Oder Ashebit? Ashebit. Ich bin's. Washa. Wir kennen uns. Von damals. Ich nehme ihre Hand und fasse ihr quasi ihre Hand in mein Gesicht. Auch wenn die Hand wahrscheinlich stinkt nach einem toten Fisch oder so. Ist egal. Wisst ihr noch damals, als ich hier nach einem Schiff gesucht habe, um von hier wegzukommen? Ihr habt mir geholfen. Das junge Mädchen. Die Tulamidin. Wisst ihr? Ich erkenne deine Stimme. Ich helfe vielen Leuten. Jeta. Was kann ich für dich tun? Ich bin gekommen, um weitere Hilfe zu bitten. Natürlich wird es wie letztes Mal auch nicht ohne einen gewissen Betrag ablaufen. Ich suche nach einer Art Schlafmöglichkeit auf See für einen befreundeten Eferdi. Ein Eferdi? Warum kommt er nicht zu mir? Weil ich euch gerne wieder treffen wollte. Das ist schön, mein Kind. Ich wollte schauen, wie es euch geht. Wenn du willst, kann er im Tempel schlafen. Kein Problem. Tempel. Wir haben viel kommen und gehen. Viele, die wieder zurück auf See wollen und oder in die Flüsse. Und wir haben Platz für eine. Sie bleiben meist nicht lang. Ich glaube, er hätte sich etwas vorgestellt, was wirklich, naja, wie ein privates Boot wäre oder eine Art kleine Unterkunft, die man bezahlen kann, wo man auf See schlafen kann. Die Hausboote. Ja, die Tulamiden, die Kunchoma, sind da meist sehr zuvorkommen. Wenn du sie fragst und mit einer Bitte an sie herantrittst, die meisten von ihnen sind sehr gläubig und auch sehr effortnah und du kannst sie fragen für eine Geschichte, für etwas Geld und werden sie dir sicherlich oder auch deinem Freund etwas an Unterkunft geben. Unter uns, du kennst doch hier die Besten. Kannst du mir nicht einen Namen sagen oder... Naja, wo ich ihn ungefähr finden kann. Einen Namen? Ich beuge mich mal näher an sie ran und drücke ihr schon mal einen Silber in die Hand. Du merkst, wie sie lächelt. Ein Besten? Die Besten sind natürlich im Ephra-Tempel zu finden, aber... Die haben keine Ausbote. Die du als Beste empfindest. Ich lege großen Wert auf deine Einschätzung. Du hast mir schon öfter geholfen. Dann geh doch einfach zu... Alrik Abu Chantja.
Weißt du ungefähr, wo ich ihn hier finden kann? Höchstwahrscheinlich am tiefen Manadi. Da, wo die Brücke über den Fluss führt. Und ich werde nach ihm schauen. Frag einfach nach Alrik. Sag, wie geht es dir? Bist du einsam? Oder geht es... Ich meine, seit dein Sohn weg ist, hast du ja letztes Mal gesagt, dass du dich nicht so gut fühlst. Nein, die meisten helfen mir. Die Geweihten sind ja auch immer für mich da. Und, aber wir haben zurzeit einen sehr verständnisvollen Swafnir-Geweihten bei uns. Und der behandelt dich wirklich gut? Natürlich. Sie behandeln mich alle gut. Du weißt ja, wie wir Thulamiden zu den Alten sind. Das stimmt. Gut, dann werde ich den mal aufsuchen. Wenn du etwas brauchst, ich bin noch für ein paar Tage in der Stadt. Ich werde dich noch ein paar Mal besuchen. Dann überleg dir was und ich besorge dir alles, was du brauchst. In Ordnung? In Ordnung. Sie bietet dir noch einen von den Fischen an, wenn du möchtest, die sie gerade gefangen hat. Ja, natürlich, nehme ich mit. Tierkunde. Oh Gott, okay. Die haben dir beim letzten Mal doch auch geschmeckt. Sie schneidet sich selbst so einen kleinen Fisch auf, entfernt dann blitzschnell die Innereien und steckt sich die dann roh, wie sie sind, in den Mund. Also schneidet so ein bisschen Flossen weg und wo und so und bietet sie dann selber einen an, so ausgehöhlt, wie er ist. Du weißt, die sind hochgiftig. Die töten innerhalb von wenigen Sekunden, zumindest normale. Aber sie isst ihn und bleibt dann auch relativ normal da sitzen und bietet dir dann eben auch an. Die hast du beim letzten Mal auch gegessen. Aber die sind doch giftig. Ja, aber sie haben dir doch geschmeckt. Sie sind köstlich. Das stimmt. Hattest du da einen Trick? Hm. Hast du ihr Gift entfernt? Nein. Ich habe mich auch schon gewundert, warum du sie vertragen hast, aber... als wir uns damals unterhalten hatten, hast du sie auch gegessen. Das stimmt. Allen anderen würde ich sie nicht anbieten. Wir zwei sind halt was Besonderes. Ja, du bist was Besonderes, mein Kind. Ich gebe ihr noch einen Kuss auf die Stirn. Und würde den Fisch dann auch einstecken. Also, das heißt einstecken, tragen natürlich. Ich wäre kein Fisch. Wann? Ja, und dann würde ich ihr nochmal ein Silber geben und ich komme dich die Tage noch mal besuchen. Ich verspreche es dir bei Fex. Ja, bis später. Such nach Alrik. Dann erhebt sie sich mit dir. Die Sonne steht bereits mal wieder tief im Westen. Und wenn du dich dann aufmachst, kannst du auch sehen, dass sie wohl zu einem rein weißen, alabasterfarbenen Gebäude geht. Mit ziemlich großen Blöcken und... ja, das ist der Swafnir-Tempel, der Elfer-Tempel. Mit dem Swafnir-Schrein darin. Geht sie hin und geht rein. Ein alter Thulamide reibt sich durch sein Bart. Was habt ihr denn da eben mit der guten Sauber Perryman besprochen? Ich nehme an, ihr kennt sie auch. Sie sagte, ihr kümmert euch um sie. Ja, wir kennen uns alle hier, also. Jeder kennt Sabah Perryman hier. Das kann ich mir vorstellen. Sie ist ja auch eine bemerkenswerte Frau. Ja, so ZDF hat sie nicht erwählt. Das stimmt. Sagt, sorry für die OT. War das jetzt der Alrik oder ist das irgendein gefährliches? Irgendeiner, der gerade neben dir stand, der sich verwundert angeguckt hatte. Ich suche nach Alrik. Bitte Nachnamen einfügen, das war so schnell vorhin. Ja, wir haben hier viele Alriks. Das ist ein häufiger Name, ne? Der Königliche. Also, soll kurz. Ein... Moment. Ja. Steuerung F. Was war gerade hier? So schlecht. Was war gerade hier? Hast dich hier gerade irgendwo mit dem Typ unterhalten und da sollst du hin. Okay. Hier, da. Aber vielleicht kennt er ihn ja trotzdem, oder? Ja, also in einem Umkreis von... müsste ich jetzt nachmessen, wie viel das ist. 500, 600 Metern, also 1000 Meilen, im Umkreis von 1000 Meilen wirst du hier wahrscheinlich, wirst du hier wahrscheinlich 1000 Alriks kennen. Ja, aber ich hab mir den Nachnamen gesagt, ich hab nur gerade Ocean Raum Schirm. Den findest du dann beim Flusshafen wahrscheinlich.
wenn er da ist. Wisst ihr ungefähr, wie er aussieht, damit ich mich danach orientieren kann? Ich muss ja nicht jeden Fall so groß, so und so groß und so ein Bart und den Tür zu schauen. Gut, dann danke ich euch. Und vielleicht besuche ich euch die Tage nochmal. Wir haben auch einen Neferdi bei uns. Er wird sicher gerne einen Besuch abstatten. Ja, so, was auch immer du sagst. Eine kleine Verbeugung und dann weiter geht's. Du hast das jetzt gerade nicht mitbekommen, ne? Was? Dass du mit der Tempelvorsteherin vom Effa-Tempel gesprochen hast. Ach so, sorry. Ich hab gesagt, du warst gerade abgehackt, Mann. Okay, wir machen weiter. Gut. Wascha war da. Wollte Brindigia noch irgendwas tun? Der wollte nur in die Magierakademie, da wollen alle hin, ne? Ja, Brindigias nächste Station ist die Akademie. Da wartet er dann auf die anderen. Gut, dann können wir das meinetwegen jetzt auch noch machen. Dann kommen Yalan. Nee, Yalan wollte nicht mit. Rodrigo und Ephadaius wollten mit, ne? Mhm. Flottenmeisterei wollte ich mit. Oder wovon sprichst du? Nee, nicht Flottenmeisterei. Drachenerakademie. Ach, okay. Magierakademie. Die juckt mich nicht. Die juckt dich nicht. Gut. Dann machen wir das jetzt als letztes und dann ist Abschlussbesprechung für diesen Tag. Ah, mein geehrter Herr. Also hier werden euresgleichen ausgebildet. Sag doch erstmal Brindigian. Wir sind doch jetzt eine Familie. Mich stört das sowieso schon die ganze Zeit. Aber ja, du hast recht. Hier werden die... Können wir nicht einfach Brin sagen, jetzt wo wir nicht mehr auf Maraskan sind, dann bin ich nicht Rondrigian und ihr seid Brin. Aber Brindigian ist doch viel einfacher. Nein, Brin ist viel kürzer. Also ihr könnt auch F zu mir sagen. Auch kürzer. Ja, Alphadaiojin war ja auch irgendwie, ne, so. Eine Sache. Außerdem war ich ja Yala-Kin da drüben. Ja, das war doch nur der Tarnname. Achso, am Schluss, ja. Ephagin davor, ja. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass ich euch nicht mehr mit euren, beziehungsweise dass ich anfange, euch mit euren Garecha-Namen anzusprechen. Aber ich bin weiterhin Brindigian. Alles klar, Brin. Ich stoße mit dem Stab nach dir. Ja. Der krieg ich überhaupt. Oh, die Akademie liegt in der Altstadt Al-Bacha. Das ist wortwörtlich die ursprüngliche übersetzt. Denn hier befand sich wohl mal die Altstadt nahe dem diamantenen Sultanssitz. Wie ganz Al-Bacha ist auch die Akademie direkt über den Ausläufern der Ruinen von Yashualai errichtet und nicht weit entfernt vom Sultanspalast und vom Zartempel, wo ihr bereits wart. Es heißt aus beiden Anlagen und manch weiterem Gebäude, dass es hier wohl legendäre Keller unter der Akademie gibt, die in alle Richtungen führen sollen, unter anderem auch in den Zartempel und in den Sultanspalast. Ja, das Gebäude ist ein hohes Bauwerk aus grün geerdetem Marmor und wirkt mit seinen zahllosen Türmchen und Erkern, als entstamme es den märchenhaften Geschichten aus 1001 Rausch. Es ist gänzlich fugenlos und scheint aus einem einzigen großen Marmorblock entstanden zu sein. Ja, vor der Akademie selber befinden sich die schon bereits beschriebenen Ritter des immerwährenden Kampfes. Das sind quasi in schwarz und rot gewandete Korsöldner.